Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Heute gibt es ein Unboxing-Video zu einem neuen Gadget, was ich mir geleistet habe. Und zwar ein neues Mikrofon. Ihr wisst, bis dato habe ich mit dem Blue Yeti gearbeitet, was jetzt gerade auch den Sound hier aufnimmt. Allerdings ist das Blue Yeti zwar von der Qualität her top, doch ein bisschen groß. Für meinen Schreibtisch zumindest, da braucht es relativ viel Platz und ich habe relativ wenig Verstaumöglichkeiten und somit steht das Yeti hier immer rum und das gefällt meiner Frau natürlich nicht. Und ich war auch auf der Suche außerdem für ein Gerät, das ich mitnehmen kann, um Aufnahmen, Interviews zu machen oder auch zu Hause einfach mal ohne Computer irgendwo auf einen Tisch was aufzunehmen oder ein Live-Commentary von einem Game. Aus diesem Grund habe ich mir gekauft das Zoom H1. Das werden wir uns dann anschauen in der Version 2. Version 2 deshalb wichtig, denn die Version 2 kann auch als USB-Mikrofon verwendet werden. Mit dabei oder auch gleich dazu bestellt habe ich mir das Accessoire-Pack. Da ist einiges an Zubehör drinnen, aber auch das schauen wir uns an. Und damit wir das Ganze sehen, muss ich mal kurz umbauen und es geht gleich weiter hier. So, dann schauen wir uns einfach mal das H1 von Zoom an. Hier die Verpackung. Version 2 eben, dass das Gerät auch als USB-Mikrofon verwendbar ist. Ein paar technische Daten, aber die erspeichere ich jetzt nur ganz kurz vielleicht. XY-Anordnung USB 2, arbeitet mit Micro-USB-Speicherkarte bis zu 32 GB. 2 GB sind inkludiert, die sind mit dabei. Sollte reichen für ausreichend Aufnahmezeit. Nimm dem WAV-Format und MP3-Format auf. Hier auf der Rückseite nochmal das Bild bzw. auch die Beschreibung, wie viele Stunden Aufnahmezeit man hat. Also es geht wirklich rauf bis zu über, mal genau schauen, 69 Stunden im MP3-Format. Sollte ausreichend sein, um ein paar Interviews aufnehmen zu können. Ja, schauen wir mal rein. Das ist ja wohl das Wichtige. Was verbirgt sich hier drinnen? Ist wirklich klein, hat knappe 60 Gramm. Da werde ich wieder mein Spezial-Unboxing-Messer einsetzen müssen, um da reinzukommen. Dann schauen wir kurz mal hier in diese Hülle rein. Eine Kurzanleitung zeigt sich hier schon. Bombensicher verpackt das Ganze. Was ist hier los? So. Okay, was mal schön zu sehen ist, MicroSD-Karte und der Adapter dazu, 2 GB. Kurzbeschreibungen. Die können wir uns, glaube ich, sparen. Hier der Unterschied von der Version 1 zur Version 2. Eben das USB-Audio-Interface. Und ein paar so Änderungen. Was gibt es hier? Mit dem USB-Kabel die Erklärung, dass man die Daten rüberspielen kann. Wavelab ist auch dabei, wenn man es braucht. Und hier noch die Beschreibung in verschiedensten Sprachen. Aber ich glaube, das meiste erklärt sich von selbst und alles andere ja, kann man sich dann hier in Ruhe anschauen. Machen wir hier weiter. Jetzt nehmen wir das gute Stück um. Ja, und was mich wirklich überrascht, ist die Größe des Gerätes. Also auch wenn man es auf den Bildern sieht im Internet, es ist recht klein, aber dass es wirklich so klein ist, ja, ist kaum zu erkennen. Schauen wir, dass wir reinkommen. Ja, wirklich sehr klein gehalten das Ganze, aber so soll es ja auch sein, dass man es bequem überall hin mitnehmen kann. Die Mikrofone in dieser XY-Anordnung umgeben von diesem Kunststoffrahmen.
die Taster. Und das Schöne bei diesem Gerät ist auch, dass die ganzen Funktionen nicht irgendwo verschachtelt in einem Menü sind, sondern dass die Haupttasten und die Möglichkeiten, die man einstellen kann, direkt hier zu finden sind auf der Seite bzw. auf der Rückseite und eben vorne der Startbutton. Der ist übrigens, man hört genau nichts, der ist gedämpft, das ist schon mal sehr gut. SD-Karteneinschub, Mikrofon, Kopfhörer, Ausgang, damit man auch das hört, was man aufnimmt. Hier einzustellen die Eingangslautstärke, die Abspieltaste mit Vor- und Zurückspulen und mit Stopp, einschalten und einschalten und eben die Tastensperre, dass man sich nichts verdrückt. USB-Anschluss und dabei hier der Monitorlautsprecher. Auf der Rückseite noch einige Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel der Auto-Level, also der einfach die Lautstärke automatisch korrigiert, Schraubverschluss oder Schraubgewinde für ein Stativ und hier hinten das Batteriefach. Übrigens eine AA-Batterie wird benötigt und diese wird dankenswerterweise, schauen wir gleich hier, gleich mitgeliefert. Die werden wir gleich mal einsetzen, wenn wir schauen, wie das Ganze ausschaut. Die Speicherkarte auch gleich rein, damit wir hier gleich loslegen könnten. Die große Frage, wie gehört es hinein? So vermutlich, wenn ich das Symbol richtig deute. Genau. Speicherkarte drinnen. Einschalten. Und das Gerät ist betriebsbereit. Beleuchteter Hintergrund in einer rötlichen Farbe. Die Karte wird erkannt. Und man sieht hier die Aufnahmezeit, die zur Verfügung steht in dem Modus, der gerade eingestellt ist. Was für einer das genau ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber spielt jetzt momentan auch keine Rolle. Dann drehen wir mal wieder ab so lange und widmen uns dem Zubehörkit. Da gehen die Meinungen der Qualität auseinander. Ich habe es trotzdem einfach mitbestellt, da dieser Windschutz da vielleicht doch ein bisschen was bringt. Aber schauen wir uns das Ganze einfach mal an. So, was finden wir hier drinnen? Als erstes haben wir mal eine Tasche, mit der wir das Aufnahmegerät, den Zoom H1 entsprechend, verstauen können. Mit Halteband. Ja, das sieht schon ordentlich vernünftig aus. Schauen wir mal, wie das passt hier. War wunderbar. Das Zoom ordentlich verstaut, ganz wichtig. Das Schöne ist auch, wenn man es öffnet, es geht nicht weiter auf, denn hier ist ein Gummizug. Also das Rausfallen, wenn man es am Gürtel zum Beispiel trägt, die Gürtelschlaufe ist hier hinten. Wenn man es am Gürtel trägt, kann man es nicht rausstreuen, sondern hat es immer griffbereit in der Hand. Was das schaut mir schon mal gut an. Was gibt es hier weiter? Ein USB-Kabel. Gut, das kann ich mir sparen auszupacken, das kennen wir, wie sowas ausschaut. Weiters mit dabei ist ein Netzteil.
um per USB-Kabel den Zoom H1 auch mit Strom zu versorgen. Hier USB-Adapter, normaler Stromstecker. Des Weiteren gibt es einen Adapter, einen Griff. Dieser ist dazu da, um das H1 auch auf einem Stativ zu montieren, auf einen Mikrofonstativ. Schauen wir mal, dass ich das herausbekomme. Ist immer wieder faszinierend, wie gut solche Sachen verpackt sind. Der wird eben da hinten im Gewinde festgeschraubt. Dann kann das Zoom auch irgendwo angeklemmt werden oder man kann es selber so halten. Hier noch mit dabei der Windschutz. Da habe ich gelesen, dass dieser bedingt gut sein soll. Wird einfach da oben drüber gestülpt und sorgt dafür, dass die Windgeräusche nicht so leicht, dass der Wind das Mikrofon nicht so leicht stört. Na bitte. Aber das werde ich auch mal separat dann testen, wie sehr der Unterschied wirklich ist. Das letzte Zubehörteil ist dieses Dreibein. Die Qualität dieses wurde immer wieder bemängelt, zumindest in den Feedbacks, was ich gelesen habe. Wie gut es wirklich ist, wird sich erst in der Zeit zeigen. Aber das Zubehör-Kit kostet, glaube ich, jetzt knappe 12 oder 15 Euro. Und für den Preis kann man natürlich nichts sonderlich Gutes erwarten. Aber es braucht nur ein kleines Stativ sein. So vom ersten Gefühl her, naja, Monsterqualität ist es sicher nicht. Den Kopf kann man hier verstellen. Okay, die fällt gleich raus, war wahrscheinlich zu locker festgeschraubt. So. Naja, schrauben wir es mal fest hier. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, da festschrauben und mit dieser Mutter kann man es dann kontern. Und dann steht das Zoom H1 mit diesem kleinen Stativ hier mehr oder weniger gut am Tisch. Ja, ich finde es jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. Man spürt schon, dass die Qualität jetzt nicht top ist, allerdings ja, für so ein leichtes Gerät ist es für meine ersten Begriffe hier völlig ausreichend. Na bitte, man kann es sogar noch rausziehen hier. Also auch Teleskopbeine. Ja, könnte mich jetzt nicht beklagen, finde ich jetzt nicht so schlecht, ganz ehrlich gesagt. Gut. Das war mal das Zubehörset und wie sich das Mikrofon schlägt. Ob es wirklich mein Blue Yeti ersetzen wird, wird sich zeigen. Das Ziel wäre sehr wohl in diese Richtung, aber schauen wir mal, was es dann wirklich hergibt, wie die Qualität ist. Ja, das war es dann mal hier von mir mit dem Zoom H1 Mikrofon. Bin gespannt, wie es sich schlägt. Bin auf euer Feedback gespannt. Vielleicht hat jemand dieses Gerät schon im Einsatz. Schreibt mir einfach, schreibt mir, was ihr dazu sagt. Ansonsten sage ich mir danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder auf meinem YouTube-Channel, auf meinem Blog. Ich wünsche euch was. Tschüss, ciao. Euer Bitwalker.